hallo. Oh. Da ist ja noch einer. Oh. Schade, ich dachte, wir können bei dem noch einen Attentat machen. Boah. Das... Hab sie! Genau. So siehst du aus. Oh, schaut mal, unsere XP-Leiste dort unten füllt sich. Und irgendwo vor uns ist noch eine Wache. Das sagt mir hier unten unser Schleichometer. Ah ne, die ist unter uns, so wie es scheint. Ich kann sie bloß gerade nicht sehen. Egal. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Uns wird hier irgendwas angezeigt. Hier drüben ist ein Eingang. Das sind hier die Wachen. Ah ne, so ging es runter. Genau. Ich muss das Klettern erst nochmal richtig lernen. Was machst du denn? Mal den Schlüssel in der Tasche oder Miss Thorn wird dir die Hölle heiß machen. Lass uns mal nach unten gehen. Ich würde das Artefakt so gerne sehen. Nicht, wenn du am Leben hängst. Hier hat nichts zu suchen. Oh. Alter Falter. Das war aber knapp. So, nehmen wir deinen Loot noch mit. Wenn der jetzt hier hinten bleibt, dann können wir uns ja... Hoffentlich hat es niemand mitgekriegt. Oh, schaut mal, hier hätten wir sogar reingekonnt. Sehr viel einfacher. Na egal. Jetzt besorgen wir uns schnell den Schlüssel von dem Typen da hinten. Hab ihn. So, und den nehmen wir tatsächlich, aua, mal mit und legen den nach hier hinten, damit er nicht in der Tür rumliegt. Ach, wir haben ja schon geklaut von dem. So. Oh, ich habe gerade wieder eine Katze gehört. Den Eingang zum Labor finden, da müssen wir irgendwie ganz nach da hinten. Ach, und hier war nur der Schlüssel. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Wisst ihr was? So geht's schneller. Oh, 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 oh. Yes. Meine Truhe. Okay. Irgendwelche Wachen hier. So wie es aussah, erstmal nicht. Da drüben sind welche. Da müssen wir aber auch erstmal nicht hin. Wir können mal hier lang gehen. Ah, und dann sind wir wieder bei diesem Depot. So. Stehen jetzt hier noch Wachen rum. Der steht dort rum. Drum. Und ich weiß nicht, ist der jetzt wieder gespawnt hier oder können wir den dort hinten erwischen? Ich schätze mal nein. Aber solange er dort hinten ist, werden wir hier mal abklettern. Also sein Hut ist noch da. Er nicht. Super. Dann haben wir hier nicht so viel zu befürchten. Und hier ist irgendwas zum Verstecken. Will ich einfach mal reingehen, weil es cool aussieht. Kommen wir hier rein oder was ist das? Ach schade, ich hätte gehofft, wir können hier irgendjemanden reinlocken. Dann müssen wir jetzt mal eben hier rum. Und dann nehmen wir die Wache hier mit. Hallo Ratten. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Dishonored. Mit den ganzen Ratten und alles. Der da drüben. Okay, der hat nichts mitgekriegt. Steht sonst hier noch irgendwo einer? Nee. Ach doch, da hinten. Der guckt natürlich genau in diese Richtung hier. Oh, Scheibe. Oh, Scheiße.
Und jetzt nehmen wir dich hier mit. Da hinten steht noch einer. Boah, das ging ja gerade noch mal so gut. So. Ich bin noch ein wenig erkältet. Meine Nase habe ich zum Glück freigekriegt. Das war in der letzten Aufnahme echt schlimm. Aber naja. Husten und so. Jetzt bleib halt stehen. Und ich höre... Achso, das ist die hier drüben. Ich dachte, das wäre noch eine Schatztruhe. Ja, dem geht's auch gut. Der hat das Messer auch nicht im Kopf stecken. So wie wir gezielt haben, also... Ivi, du bist schrecklich im Zielen. Da ist er ja. Ta-ta-ta. Ja, ich hab Angst, dass der jetzt gleich wieder hier rumkommt. Nicht die geringste Spur von ihr. Hallo. Ach, meine Fresse. Da hat er wieder unsere Kombo unterbrochen mit Level 1, also... Ich weiß nicht, wie denn so Level 10 Gegner werden sollen oder so, wenn die Level 1 Gegner jetzt schon einfach unsere Kombos unterbrechen können, ohne dass wir was dagegen machen können. Dann, joa. EP verdienen, Eigenschaften freischalten, Massenereignisse, Erinnerungen, Aktivitäten, okay. 1000 EP, ein Fähigkeitspunkt, neue Fähigkeiten, höherer Level, bessere Ausrüstung. Ja, das ist super. Das sind unsere ganzen Fähigkeiten und wir sollen jetzt mal das hier schon kaufen. Heißt, ein Doppelattentat können wir dann machen. Was haben wir denn schon so alles? Ein Luftattentat, ein Konterschuss, Adlerauge. Raser. Oh, wir sind verbessert. Das verbesserte Adlerauge. Adlerauge ist immer gut. Vor allem für sie, mit der wir schleichen wollen. So. Dann haben wir hier Betäubungsangriff, kennen wir. Konter, ja. Gerätekombo. Okay. Autsch. Dann Pfeifen, kennen wir auch schon. Niederschlagen, das war das, was wir eben gemacht haben. Und Schleichsteuerung und dann Luftattentat. Genau, und wir hatten jetzt Doppelattentat gemacht. Dann kann man noch Beute-Takedown machen. Ah, cool, da werden die automatisch gelootet. Das ist für mich natürlich super, da müsst ihr das nicht immer mit angucken. Verschlossene Truhen, gibt's also doch. Okay. Boah, cool. Dann, unaufhaltsam. Okay, bevor die Kombo-Serie unterbrochen wird. Ein weiteres Gesundheitsfeld. Ja, könnte praktisch werden für später. Und jetzt sollen wir hier natürlich erstmal einen Doppelattentat machen. Boah, und hätten wir jetzt noch einen Beute-Takedown gehabt, ey, das wäre hart gewesen. Aber schaut euch das mal an, das ist doch super. Wir haben ihn jetzt markiert durch die Wand durch. Nein, hat das nicht. So, gute Nacht. Immer. Und hier war irgendwo eine Truhe. Das ist natürlich auch geil, wenn wir das jetzt aktivieren. Wow. Sehen wir die Truhen bereits jetzt. Heißt ab und zu einfach mal Adlerauge aktivieren. Und dann können wir hier schön die Truhen aufspüren. Und wenn wir dann auch später noch dieses erweiterte Loot-Zeug da kriegen, was wir da eben freigeschaltet haben auch. Boah. Dann kriegen wir mehr Zeug aus den Kisten raus. Das ist natürlich bam. Super geil. So. Jetzt müssen wir erstmal rennen hier durch die Pampe durch. Aktivieren hier nochmal kurz. Okay, hinten sind zwei. Die interessieren uns aber, glaube ich, erstmal noch nicht. Ist hier jetzt erstmal eine? Nö. Dann. Weiter. Hopp. Hopp.
Bra. Kommen wir hier hoch? Nee. Aua. Wie läuft die denn? Das sind nicht wirklich anspruchsvolle Jump'n'Runs, aber... Unter wieder eine Truhe. Da unten. What? Wo kommen die denn alle her? Machen eine Party ohne mich. Und das ist mega geil. Jetzt muss man da für nichts mehr halten. Der Edensplitter. Erhöhen Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil, Sir. Sie haben mit Thorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. So. Mein Gott! Und das Schwarzlicht wird es vollständig transparent. Dieses Wolpernacht. Ich sollte unsere Fontänen vorbeschlagen haben. Ja, obwohl, wir können auch warten, bis der jetzt hierher kommt. Oder kommt er hierher? Ah, guckt mal. Bam. So. Dann war hier ja irgendwo unten der Schatz. Schatz? Lucy Thorn würde sich ihren Kopf holen und Mr. Starry den Rest. Wissen Sie, Reynolds, vielleicht ist es das Risiko wert. Sir David, das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich wollte doch nur ein Schatz, Reynolds. Wenn wir die Macht im Pakt sein Geheimnis entreißen, haben die Templer endgültig in der Hand. Die Assassinen gehen unter und von Darwin bleibt nichts aus einer verblasste Erinnerung. Von Darwin? Dem Darwin mit der Evolutionstheorie? Schicke Maschinen. Finde ich mega interessant, sowas. Über die können wir sogar hochklettern hier. Finde ich auch mega interessant. Und jetzt hier oben waren eben zwei Wachen. Ah, die stehen jetzt hier, okay. Noch mehr erhöhen. Eine 27er Combo, okay. Ich weiß nicht, ist das sogar unser Bestes? Bis jetzt? Aber ich weiß nicht, ob uns Combos jetzt schon helfen, weil irgendwie kam das jetzt nicht so rüber. Und das wäre. Tada. Gute Nacht. Sowas nennt ihr Krieg? Okay, den da unten. Wir sollen ja eh nach oben, habe ich jetzt so verstanden. Alle. Hopp, hopp. Gab es hier noch irgendwas Interessantes, Schätze oder so? Mal auf die Karte gucken. Nee. Und da unten haben wir schon den Typen. Den könnten wir sogar schon eliminieren, aber ich bin dafür, dass wir den noch verwirren. Tschack. Schießen wir mal hier noch die ganzen Leute ab. Einfach, weil es witzig ist. Da unten ist noch einer. Oh Gott, wie er da liegt. Ist das sein Kopf hier unten? Ach, der liegt einfach so mit dem Kopf so total überstreckt ins Genick. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starry nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Edensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur.
Ja. Ich würde mal sagen, der überlebt. Wow. Ja, komm schon, Eevee, genau. Run, Eevee, run. Na super. Elektrizität und Wasser. RT ist, ja genau, das war das hier. Wir haben es kaputt gemacht. Das war ein Pech, aber auch. Und das ist gerade geskriptet hier, heißt ich brauche... Jetzt brauche ich gar nicht drücken, aber normalerweise muss ich nur nach vorne drücken. Und dann bewegt die sich einfach. Bausubstanz hier. Hier haben wir noch eine Kremplerbox, also ja, quasi. Ich habe keine Ahnung, wer hat dieses Ding hier gebaut so? Bequem da unten? Boah, wenn dir jetzt ein Stein auf den Finger fällt. Das tut weh. Aber sie ist Assassinin, sie hat Glück. Was steht hier drauf? Croydon Reservoir, schätze ich mal. 1855. Ich muss gerade überlegen, ob Reservoir so geschrieben wird, wie ich es in Erinnerung hatte, aber ja. Kletter-Eevee. So würde kein Mensch der Welt springen. Ach, wir sind dieses Ding wieder hochgeklettert, okay. Die fand ich ehrlich gesagt schon ein bisschen besser. Das war ein bisschen offener und alles, also es war genügend zum Erkunden da. Hat mir super gefallen. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Eevee. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ einen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Eevee. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater, du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja. Los. Auf nach London.